Ein extremer Fehlschlag, den viele von euch leider kennen werden. Ich habe den Ball getoppt, der Ball liegt auf der anderen Seite von der Fahne und ich muss den gleichen Schlag wieder zurückmachen und das Paar wird natürlich nahezu unmöglich zu spielen. In diesem Video wird es darum gehen, wie man solche Fehlschläge ein bisschen vermeiden kann. Viel Spaß beim Schauen, mein Name ist Johnny Ridden. Folgende Situation, wir sind ca. 25 Meter weit weg von der Fahne und der Ball ist in unmittelbarer Nähe vom Grün. Ich werde euch mal zwei Schläge vorführen. Einmal mit dem Sandwich, das viele von euch kennen. Der Ball fliegt hoch, kommt auf und läuft so die letzten 2-3 Meter zur Fahne. Jetzt mal mit einem Schläger, den vielleicht nicht jeder auf Anhieb benutzen würde. Das Eisen 7. Der Ball wird natürlich dabei deutlich flacher fliegen, einen kleinen Hüpfer machen und den Rest zur Fahne einfach auslaufen. Wenn wir uns jetzt mal diese beiden Schläge genauer anschauen, ist sozusagen der Hauptunterschied einmal natürlich die Flugkurve und zweitens natürlich der Schwungumfang. Bei dem Sandwich muss ich viel, viel weiter ausholen und viel, viel weiter durchschwingen, um die gewünschte Distanz zur Fahne zu besorgen. So, dabei ist natürlich die Gefahr viel, viel größer, dass der Schläger wackelt, kippt, steif, flach wird und da natürlich diese typischen Fehlschläge rund ums Grün entstehen. Wenn ich jetzt das Eisen 7 nehme, ist der Schwungumfang natürlich erheblich kleiner, dabei natürlich deutlich fehlerunanfälliger. Das heißt, wie beim Putten, einer der leichtesten Bewegungen. Selbst wenn ich jetzt mit dem Eisen 7 meinen Ball schlecht treffen sollte, mein leicht getoppter Ball, der optisch jetzt kein Highlight ist, er läuft trotzdem zur Fahne aus und liegt eigentlich fast genauso gut an der Fahne dran wie mein gut getroffener und ich gebe immer noch die Chance, mit dem Paar das Loch zu beenden. Also, wenn ihr das nächste Mal üben geht, legt mal euren klassischen Schläger wie das Sandwich mal beiseite und probiert mal mit dem Eisen 7 mal ein paar Schläge aus. Oder wenn ihr mal ganz abgefahren trainieren wollt, benutzt mal das Hybrid aus ganz nahen Grünlagen, um einfach mal zu testen, was für euch ganz gut funktioniert. Viel Spaß beim Trainieren, euer Johnny.